Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir waren gerade wieder bei Scrappy. Haben ihm gesagt, dass die Minen voller Gas sind. Und jetzt sollen wir zurück zur Wache gehen, reingehen und ja, uns nicht abweisen lassen. Wir müssen dringend berichten, was mit der Mine passiert ist. Wie kommt denn hier eine tote Pestratte hin? Weiß schon, dass ich dich sehe. Ja, und? Ich werde doch hier ein bisschen Schrott mitnehmen dürfen. Meine Güte. Ob es da oben was gibt? Heilkraut. Ah, hier gibt's was. Dunkles Elex. Und Elexit. Dann müssen wir da vorne rechts und dann sollten wir eigentlich schon da sein. Heilkraut nehmen wir noch mit. Weiß gar nicht, ob die nachwachsen. War da was Blaues? Ja. Aber das kann ich noch nicht abbauen. Die fehlenden, oder was heißt die fehlenden? Die übrigen Erfahrungspunkte muss ich noch vergeben. Also, Gardor, oder wie der geheißen? Du schon Gardar. Wieder! Scrappy schickt mich, ich muss zu Fenris. Und was sollst du Fenris ausrichten? Das sage ich ihm schon selbst. Ich will es aber hören. Halt mich nur weiter auf, wenn dir die Eisenmine egal ist. Sag das doch gleich! Bevor ich dich durchlasse, erkläre ich dir die Regeln. Du kannst dich im Fort frei bewegen. Ausnahme ist das obere Viertel. Dort dürfen nur ausgesuchte Personen hin. Drängst du trotzdem dort ein, kümmern sich die Wachen um dich. Beklaust du uns, kümmern sich die Wachen um dich. Fängst du eine Prügelei an, kümmern sich die Wachen um dich. Und wenn du jemandem ein Messer an die Kehle hältst? Ich weiß, dann kümmern sich die Wachen um mich. Falsch, dann beerdigen wir dich. Wir haben uns also verstanden, dann ab mit dir. Was ist denn mit der Führung? Aber natürlich, die Führung. Der Boss hat genug davon, dass ihm die Neuankömmlinge ein Loch in den Bauch fragen. Lass dir also von Striker das vorzeigen, klar? Ich hab nur mit einem halben Ohr zugehört, was Garda dir erzählt hat. Aber du willst sicher wissen, wo es hier was zu fressen gibt. Das und mehr kann ich dir unterwegs erklären. Gibt sicher ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Ja dann, okay. Okay. Wir waren jetzt zwar schon mal, aber wer weiß, wie es jetzt aussieht. Führe mich durchs Lager. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Beine vertreten. Na dann, komm mal mit. Hinterm Eingang des Forts kommen wir direkt ins Wohngebiet. Viele der einfachen Arbeiter wohnen hier. Von den reichen Schnöseln wirst du hier unten niemanden finden. Die wohnen alle im oberen Viertel. Aber wo das ist, zeige ich dir später. Auch wenn sie dich nicht reinlassen werden. Das nervt. Hier drüben hat Skinny seine Suppenküche. Wenn du also was zu fressen brauchst und nur wenig Splitter hast, ist er der Richtige. Willst du dir schnell was holen, bevor wir weitergehen? Nö. Nein, lass uns weitergehen. Na dann. Wir müssen nur über die Brücke, dann sind wir im Händlerviertel. Im Gegensatz zu Skinny wollen manche von denen echten Haufen Splitter für ihr Zeug.
Hier kommen ab und an auch Händler von anderen Fraktionen vorbei. Lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. Garda würde sie am liebsten alle rausschmeißen. Na, mir ist das egal. Sollen sie doch handeln. Willst du dich bei den Händlern etwas umsehen, bevor wir weitergehen? Nö. Nein, führ mich weiter. Wie du willst. Links von uns ist der Mana-Schrein. Ja, na dann. Hier machen die echten Berserker irgendwas mit Elex und Magie und so einem Zeug. Damit habe ich nichts zu tun. Zu meinem Schrein kommen wir gleich. Chloes Bierschrein. Das war auch im ersten Teil eine Kneipe. Und da sind wir schon. Am heiligsten aller Orte. Der Bar. Chloe ist die Einzige, die bei der Übernahme der Berserker ihren Posten behalten durfte. Sie hat damals den Laden geleitet, als hier alles noch Wüste war. Und tut es noch immer. Die Berserker haben Chloe die Bar gelassen? Sagte ich das nicht gerade? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, dass sie ansonsten alles, aber auch wirklich alles umgekrempelt haben. Anfangs dachte ich, was für eine Scheiße. Ich soll mich mit diesen Waldspinnern zusammenschließen? Sagen wir es so, ich habe mich dran gewöhnt. Ihre Regeln sind gar nicht so verkehrt und meine Fresse, die Jungs hier können ein Bier brauen. Sogar ihre Rüstungen sind bequemer als die komischen Fetzen, die Baxter seinen Jungs gibt. Alles in allem bin ich ganz froh, jetzt ein Berserker zu sein. Genug geschwaffelt. Gibst du mir ein Bier aus oder sollen wir weiter? Ja klar, warum denn nicht? Ich geh mal rein und seh mich um. Kein Problem, ich warte hier auf dich. Vergiss mein Bier nicht. Du kommst hier nicht rein. Und warum? Du siehst scheiße aus. Und wer scheiße aussieht, macht nur Ärger in der Kneipe. Was hat ein Typ wie du überhaupt hier zu suchen? Wie meint denn das? Ich bin hier der Weltenretter. Ich wollte nur was trinken. Mir egal, was du willst. Ich mag dein Gesicht nicht. Und das sagt also er mit dem draußen. Gesicht. Hallo? Sag mal, hast du sie noch alle? Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt? Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen, nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Aber... Nicht aber! Verdammte Scheiße! Ah, so viel zu dem Thema! Ach, wir können sie jetzt nicht ins Gesicht drücken. Was sind eigentlich die neuen Preise für ein großes Bier? Wie lange arbeitest du jetzt schon für mich? Richtig, seit mehreren Jahren. Wie kann es sein, dass du die Preise immer noch nicht auswendig kennst? Du kannst den Leuten nicht jedes Mal ein Bier für einen anderen Preis verkaufen. Bier gibt es nur in einer Größe und die kostet immer gleich viel. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Scheiße. Ah, sie flucht und aber sei viel. Sei höflich zu den Leuten. Chloe, ich weiß wirklich wir nicht, warum ich überhaupt doch. Mitarbeiter angestellt habe. Man muss sowieso alles selbst machen, wenn man will, dass es richtig gemacht wird. Und jetzt tauchst du auch noch auf, als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Ach komm, so schlimm war es doch nicht. Was willst du, Jax? Du hast mich also nicht vergessen. Wie könnte ich? Du hast das vor damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Dann erzähl mal, wie kann ich dich wieder loswerden? Schlecht gelaunt? Nein, ich bin die Freude selbst. So sieht sie aus. Du kannst mir doch sicher etwas beibringen. Ich dir? Hast du etwa die letzten Jahre genutzt, um dich um den Verstand zu saufen? Ja, so ungefähr. Kannst du oder kannst du nicht? Na schön, viel ist das nicht, was ich weiß, aber vielleicht hilft's ja. Du entscheidest, wann wir damit beginnen sollen. Ich will was trinken. Dann geh zu meinem Barkeeper. Dafür ist er da. Hör mal, nichts gegen dich. Aber ich hab jetzt echt keinen Bock zu quatschen. Wenn du nichts Wichtiges willst, geh was trinken oder so.
Oder so. Wir gehen ja schon. Aber versprich mir, dass du dir von Fenris noch einen Kellner zuteilen lässt. Ist ja nicht mit anzusehen, dass du dich immer so stressen musst. Ja, ist ja gut, Kaya. Ich mache es, sobald ich die Zeit dazu habe, okay? Damit kann ich leben. Ja, das finde ich schön, dass Kaya sich auch mal einmischt. Die ist ja schließlich hier was, im Gegensatz zu uns. Das ist in Abessa gar nicht gut außen. Reik, kennen wir uns? Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Hat doch mal reingeguckt, wie spät das ist. Wir wollen auf jeden Fall mal ein Bier kaufen. Guten Tag. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich möchte etwas trinken. Was hätten Sie denn gerne? Bier. Gibt auch Wein, Wasser, Fleisch, Rezepte. Ach, wir haben 8-mal. Wir kaufen aber mal 2 Bier. 3. Gibt keinen Kommentar dafür. Soll ich Kaya ja auch ein Bier geben? Also will ich jetzt. Meine Haki, kann man in die reinlaufen? Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Nee. Sei lieber still. Bleib hier stehen. Man kann ja kein Bier anbieten. Finde ich schade. Du siehst es so, ich sehe es so. Jetzt. Wie kann das sein? Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie weggezogen. Die reden nicht mit mir. Geht es dir auch so? Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Zu viele Ohren. Da war früher mal ein Keller, in dem man rein konnte. Ob es ihn immer noch gibt? Der raucht hier gemütlich eine. Sind sie weggezogen. Ich fühle mich damit wirklich. Naja, dann gehen wir mal raus. Barfights. Seit wann? Ich wollte ihm doch ein Bier geben. Kann's weitergehen? Und? Hast du mir ein Bier mitgebracht? Klar. Klar, hier. Ah, sehr schön. Meine Oma sagte schon immer, mit Bier macht man sich Freunde. Lass uns weiter. Wir sind gleich durch. Kaya hat es auch gefallen. Wir müssen nur noch einmal am Mana-Schrein vorbei und über die Brücke. Dann sind wir auch schon im letzten öffentlich zugänglichen Viertel. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alcha, Alche, irgendwas mit Mist. Die braunen Tränke und sowas. Der Scheiß ist mir zu hoch. Quatsch mit den Typen hier, wenn's dich interessiert. Die haben in Goliath gelernt. Sind echt Meister ihres Fachs. Gut. Alles, was ich weiß, ist, die machen verdammt gute Heiltränke. Könnte wetten, dass diese Jungs hier auch für das Zeug in der Bar verantwortlich sind. Die Tour ist fast zu Ende. Lass uns weitergehen. Da vorne kommt gleich der Zugang ins obere Viertel. Da dürfen nur die reichen Säcke hin. Außerdem hat Red dort das Sagen. Ja, da wollen wir auch mal hin. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Penner zum Chef gemacht haben. Das können wir ja vielleicht ändern. Da sind wir. Wenn du keine Erlaubnis hast, um ins obere Viertel zu gehen, solltest du mit Fenris sprechen. Nur mit seinem Okay darfst du dort rein. Oder wenn Red persönlich dich einbestellt. Ansonsten hast du jetzt fast das gesamte Fort kennengelernt. Hast du noch Fragen? Ja, wo ist denn der Fenris? Wo finde ich Fenris? Da brauchst du nicht lang suchen. Wir stehen direkt vor seinem Haus. Falls du dich uns anschließen möchtest, musst du mit ihm reden. Wie kam es dazu, dass du ein Berserker geworden bist? Als die Berserker das Fort übernommen und den damaligen Duke vertrieben haben, sind viele Outlaws abgehauen und haben sich zusammen mit Baxter in der Kraterstadt angesiedelt. Aber ich nicht. Werd'n Scheiß tun und mich ihm unterwerfen. Da sind mir Red und die Berserker lieber.
Zugegeben, den Stoff vermisse ich ein wenig. Aber nur wegen ein paar Stims komme ich dort bestimmt nicht wieder angekrochen. Ja, dann fragen wir doch mal. Du warst mal Stim-abhängig? Kann man so sagen. Ich habe mir das Zeug jeden Tag vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen reingeknallt. Du wirst zum geilsten Dinosaurier, wenn du das Zeug nimmst, aber es frisst dir auch langsam das Hirn weg. Lass am besten die Finger davon. Red hat hier das Sagen? Vielleicht kennst du ihn noch unter dem Namen Crazy Red. Den Namen hat er sich verdient, nachdem er sich vom Schlamm aus seinen Weg nach oben gemordet und getrickst hat. Das scheinen nur alle vergessen zu haben. Eins muss man ihm lassen. Der könnte sogar einen Stein zum Schwimmen überreden. Ach, halt mal, eine Sache noch. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bekomme noch ein paar Splitter von dir. Für die Tour. Was? 100 Splitter! Und er hat doch vorher gar nichts gesagt. Von Bezahlung war nie die Rede. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, aber hättest du die Tour dann gemacht? Abgesehen davon habe ich es vergessen. Also was jetzt? Zahlst du oder nicht? Meine Güte. Kein Problem. Danke dir. Bist eine ehrliche Haut. Ach, warte mal. Was heißt der ehrliche Haut? Hast du mir ein Bier ausgegeben? Weißt du was? Scheiß drauf. Hier hast du deine Splitter zurück. Ein Bier unter Freunden ist mehr... Ist mehr wert als ein paar mickrige Splitter. Bitte verschon mich mit deiner Oma. Ganz genau. Wie dem auch sei, ich bin mal wieder auf meinem Posten. Man sieht sich. Sehr gut. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Nein. Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Ja, Kaya, ich glaube, da hast du völlig recht. Da dürfen wir also nicht rein. Unsere zukünftige Heimat. Würde ich mal sagen, so völlig unvoreingenommen. Wir wollen zum Striker. Oder? Oder was? Fenris? Wie hat denn der geheißen, mit dem wir reden müssen? Lass mich raten. Du willst ins obere Viertel, um dort zu handeln oder um mit unserem Warlord Red zu sprechen, richtig? Nö. Nein? Dann willst du uns bestimmt beitreten. Ich sag dir, was ich auch allen anderen sage. Das obere Viertel ist gesperrt. Und da Red sich dort oben aufhält, wird er dich auch nicht aufnehmen können. Tja, dann sagen wir zuerst mal das Erste. Warum darf niemand mehr ins obere Viertel? Seit dem Anschlag hat Red den Zugang nach oben stark beschränkt. Dadurch gibt es jetzt sehr viel zu tun für mich. Wenn du quatschen willst, komm mit. Ich muss mich erst mal setzen. Ja, aber dass sie Kaya so einfach ignorieren immer, finde ich schon ein bisschen komisch. Und ich darf mich nicht setzen? Naja. Du wirst erschöpft. Wegen des Anschlags muss ich mich um alles kümmern. Jeder, der uns beitreten will, jeder, der oben handeln will und jeder, der normalerweise zu Red gegangen ist, kommt jetzt zu mir. Und ich stehe hier unten und darf jedem das Gleiche erzählen. Aber erstmal zu dir. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Jax. Ah, du bist der Bekannte von Kaya. Ich habe schon von dir gehört. So kann man das auch nennen, was der Bekannte. Was genau möchtest du von mir? Oh je, jetzt kommt's. Fragen wir vielleicht erstmal nach dem Anschlag. Das mit der Mine können wir immer noch sagen. Weil ich habe das Gefühl, wenn wir das sagen, dann schickt er uns gleich los. Es gab einen Anschlag? Du warst schon lange nicht mehr hier, oder? Baxters Leute haben versucht, Red in die Luft zu jagen. Das Risiko, dass dies erneut passiert, können wir nicht eingehen. Und deswegen darf niemand mehr ins obere Viertel. Nur noch ausgewählte Leute dürfen da hoch, richtig. Und das ist ein echtes Problem. Oh nein! Viele hatten dort Geschäfte zu erledigen oder mussten irgendwas mit Red besprechen. Jetzt kommen alle damit zu mir. Wie lange ist der Anschlag her? Es ist jetzt einige Monate her. Noch vor kurzem lag dort alles in Schutt und Asche. Dadurch ist Red regelrecht paranoid geworden.
Erst hat er die Audienzen gestrichen, dann hat er mehr Wachen abgezogen und schlussendlich den Zugang komplett gesperrt. Was das für das reibungslose Funktionieren des Forts bedeutet, hat er dabei wohl nicht bedacht. Ja, ich will eigentlich gerade gar nicht ins obere Viertel. Hab gar keinen Grund dafür. Scrappy schickt mich. In der Eisenmine sind alle tot. Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Die Mine ist voller Gas. Eure Arbeiter sind wohl erstickt. Auch das noch. Beim Schwert von Ragnar, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ohne Nachschub aus der Mine können wir keine Waffen oder Rüstungen herstellen. Das heißt, dass wir eher früher als später von diesen Viechern überrannt werden. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Hier, nimm die Splitter und geh damit zu Scrappy. Gib sie ihm. Wofür? Sag Scrappy, dass er die Splitter nehmen soll, um das in Ordnung zu bringen. Mir egal wie. Ja, also ins obere Viertel will ich eigentlich gar nicht. Sagen wir erstmal Tschüss. Wir sollten mal schauen, ob es hier so einen Beamer gibt. Schauen wir uns am besten einfach mal um. Bisschen jetzt auf eigene Faust durch das Lager gehen. Moderne Kunst? Tja, bin nicht so der Kunstfan. Keine Ahnung, was du dir dabei denkst. Was haben wir denn? Da steht nicht dran, dass es Klauen wäre. Und wer guckt denn da schon wieder? Statt dass sie oben ihre Arbeit machen. Genießen wir mal den Blick hier. Ja. Sehr schön. Was gibt's denn alles? Ja, das sage ich auch immer. Ich traue mich gar nicht darüber zu reden. Er hätte einfach den Mund halten sollen. Hoffentlich gehen uns die Vorräte nicht aus. Ups. Nee, klauen wollen wir nichts. Wir wollen uns nur mal umschauen. Noch so ein Ding. Ein Springbrunnen, der aber ein bisschen seltsam funktioniert. Von oben kommt gar kein Wasser, sprudelt nur so. Ja, mit Briefkasten. Eine Wache. Ich habe keine Zeit. Ich fühle mich damit wirklich. Ja, du siehst auch völlig überarbeitet aus hier. Auf mich hört ja keiner. Die Kreaturen werden nicht weniger. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Kluge Entscheidung. Jetzt reicht. Man darf da nicht mal reinlaufen, weil die Wiese einen gleich sehen. Hoffentlich geben uns die Vorräte nicht aus. Das kann ja jeder behaupten. Da ist ein Schmied. Da ein Weib und Waage. Kann ich was für dich tun? Kann ich was für dich tun? Hab noch ein Eisen im Feuer. Jo, ein Schmied hat immer ein Eisen im Feuer, hm? Dann bist du wohl der Schmied. Das bin ich. Und an der Esse zu stehen, sorgt für eine trockene Kehle. Also was ist? Spendierst du einen? Ja, klar. Wohl bekomm's. Oh, danke. Dann mal runter mit dem Zeug. Prost! Kaya respektiert dich. Ah, ja, sie mag das, dass ich andere Leute mit Bier abfülle.
Na, du kannst ruhig öfter mal vorbeikommen. Weißt du was? Für diese Tat hast du einen Wunsch bei mir frei. Echt jetzt? Ich möchte das Schmieden lernen. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich kann dich nicht als Lehrling aufnehmen. Dafür habe ich zu viel zu tun. Aber Schmieden lernt man sowieso am besten durchs Ausprobieren. Also fang einfach mal an und wenn du Fragen hast, frag mich. Ich werde dir bei größeren Lektionen allerdings ein paar Splitter abknöpfen müssen, okay? Ja, kein Problem. Bring mir etwas über das Schmieden bei. Was möchtest du wissen? Also, da braucht man mehr Konstitution. Waffenschmied. Kann man selber Waffen bauen. Ja. Das können wir bei Gelegenheit mal machen, aber jetzt würde ich sagen, noch nicht. Lass uns handeln. Klar doch. Okay, da kann man Rüstungen kaufen. Die wäre wesentlich besser. Aber meine armen Splitter, ich habe halt noch nicht so viel davon. Baupläne, Speere, Pfeile. Pfeile ist nicht schlecht und Armbrustbolzen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und Jetpack kann er eben auch verkaufen. Hier kann ich Sachen verkaufen. Ja, da müssen wir uns auch mal Gedanken machen, was wir dann abgeben. Ja, aber... Pressluft haben wir 20, das ist ja gar nichts. Naja, ich würde sagen, da machen wir uns später Gedanken drüber. Ich sah ein Weib und war geblendet. Hat ich doch mein Herz verpfändet. Ließ die Arbeit einfach ruhen. Wollte ihr was Gutes tun. Sie sah mich an und sagte nein. Stank ich doch wie ein Schwein. Nun küsst ich das Eisen und nicht die Frau, weil ich mir sonst den Tag versau. Nicht schlecht. Naja, ich bin da nicht so überzeugt, ob das nicht schlecht war. Schauen wir mal in die Karte. So. Laufen wir da einfach mal rum, würde ich sagen. Ah! Darf ich dir mal was zeigen? Ja, aber ich will sicher Geld. Sicher doch. Klasse. Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Och. Was gibt es denn, Kleine? Ich will euch was zeigen. Was genau willst du uns denn? Ja, ja, jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Hinter Hitchs Hütte? Eigentlich darf ich da gar nicht mehr hin. Aber nun bist du ja dabei. Ich fange schon. Was? Entschuldigen Sie, würde es Ihnen etwas ausmachen, woanders lang zu gehen? Störe ich? Sie behindern die laufenden Ermittlungen. Und ein Tatort darf nicht verändert werden. Ja, vielleicht können wir helfen. Wenn das so ist, kann ich vielleicht helfen. Nein, der Täter muss ein Erwachsener sein. Also sind auch Sie verdächtig. Du bist ein ganz Schlauer, was? Ich bediene mich lediglich der Logik. Was ist überhaupt passiert? Haben Sie das Blut auf dem Boden nicht gesehen? Ein eindeutiges Indiz für ein Verbrechen. Das stammt sicher von einer Schlägerei. Sie meinen, da haben sich zwei geprügelt? So sieht's aus.
Ich muss die Hintergründe und das Motiv klären. Vielleicht komme ich noch einmal auf Sie zurück. Dürfte ich deshalb Ihren Namen erfahren? Ja klar, warum nicht? Nenn mich Jax. Mich sollte eigentlich eh jeder kennen. Jax. Verdächtiger Nummer 3. Alles klar. Jetzt muss ich aber los. Wiedersehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Verdächtiger bin. Hey, wo willst du hin? Kinder. Gut. Weil sonst wäre hier nicht nur Blut, sonst würde ja auch eine Leiche rumliegen, wenn ich das gewesen wäre. Jetzt weiß ich nicht, wo Hitchs Hütte ist. Wo ist denn das Mädel hin? Die ist in diese Richtung gelaufen. Nicht, dass das arme Mädel da irgendwo rumsteht und die ganze Zeit auf mich wartet. Federvieh. Also das ist schon mal nicht Hitchs Hütte. Hat aber eine interessante Wand hier hinten. Wo ist sie langgelaufen? Wir können natürlich cheaten. Jetzt weiß ich gar nicht, ist sie hier lang? Eine verriegelte Tür. Sagen wir da drin mal hallo. Was? Ich schaue mich nur mal um. Willst du was kaufen? Wenn nicht, habe ich jetzt keine Zeit für dich. Warum so schlecht gelaunt? Ach, nichts gegen dich. Tilas geht mir einfach auf die Nerven. Ich beziehe viele meiner Waren von ihm. Ich glaube, seine Art fängt an, auf mich abzufärben. Ich wollte nicht unhöflich sein. Schau dich in Ruhe um und sag Bescheid, wenn du etwas erwerben willst. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Natürlich. Dann sollten wir vielleicht jetzt auch was kaufen. Nicht, dass sie denkt, wir sind hier nur zum dumm rumgucken hier. Oh, ein Attributpunkt. Ein Lernpunkt. Aber so teuer. Was könnte man denn jetzt kaufen? Chemie brauchen wir dafür, das haben wir noch nicht. Kleinen Heiltrank könnten wir dann selber bauen. Nehmen wir den mal. Tja, jetzt sollten wir uns aufmachen, das kleine Mädel suchen. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.